Hallo zusammen und willkommen zum Kochvideo zu den veganen Rohkost-Brownies. Bevor wir mit der Zubereitung starten, stelle ich euch kurz die Zutaten vor, die wir dafür brauchen. Wir brauchen ca. 130 Gramm Datteln. Ich habe die vorher hier schon eingeweicht in Wasser, um das Ganze für den Mixer einfacher zu machen. Und zudem werden die Brownies dann cremiger, wenn ihr die Datteln vorher einweicht. Guter Tipp, das Einweichwasser ist auch mega süß, kann man super für andere Sachen noch verwenden. Oder wenn unser Brownie-Teig ein bisschen zu dick sein sollte, dann kann man das ein bisschen auflockern, indem man Flüssigkeit hinzugibt. Dann haben wir noch Erdnussmus. Ist aber auch jedes andere Nussmus geeignet. Also ihr könnt natürlich auch Mandelmus oder Cashewmus stattdessen hernehmen. Als weitere Zutat brauchen wir Leinsamen und Mandeln. Wir werden das Ganze im Mixer fein mahlen. Wenn ihr wollt oder nicht so einen leistungsstarken Mixer habt, könnt ihr natürlich auch das Ganze in gemahlener Form schon kaufen und spart euch das Mixen der Leinsamen und der Mandeln. Und zu guter Letzt haben wir noch Kakaopulver und etwas Vanillepulver sowie Agavendicksaft und Salz. Das sind die Zutaten. Wie ihr seht, braucht man nicht viel und wir starten jetzt die Brownies zuzubereiten. Für den Brownie-Teig geben wir zuerst alle trockenen Zutaten in den Mixer, bevor wir dann die Datteln dazugeben. Also zuerst Mandel und Leinsamen und ca. 30 Gramm von dem Kakaopulver, das wir uns bereits hergerichtet haben. Was uns noch fehlt, ist eine Prise Salz. Auch wenn das Ganze süß wird, eine kleine Prise Salz ist immer gut für den Geschmack. Wir mixen jetzt diese Zutaten, bevor wir dann nachher die Datteln und das Vanillepulver noch dazugeben. So, jetzt haben wir die Mandeln und die Leinsamen gemixt und geben jetzt die feuchten Zutaten, die eingeweichten Datteln dazu, um das Ganze nochmal zu mixen. Wir haben jetzt fertig gemixt und wie ihr seht, ist ein schöner klebriger Teig entstanden, genauso wie es sein soll. Also ein guter Indikator ist, wenn der Teig gut zusammenklebt und trotzdem ein bisschen fluffig ist, dann ist die Konsistenz richtig. Es war jetzt bei mir so, dass der Teig etwas zu trocken war und ich dann ein bisschen was von dem Dattelwasser, mit dem ich die Datteln eingeweicht hatte, nach und nach dazugeleert habe, dass das Ganze wieder ein bisschen lockerer wird. Und jetzt haben wir eine kleine Schüssel mit Backpapier ausgelegt. Alternativ kann man auch eine kleine Backform verwenden, wie man mag. Es geht ja im Wesentlichen nur darum, dass man eine passende Schüssel hat und Backpapier reingibt. Am besten ein bisschen überstehen lässt über den Rand, sodass man die Brownies dann nachher besser rausbekommt. Ich habe jetzt den Teig in die Form bzw. in die Schüssel gefüllt. Und jetzt wird der Teig einfach gleichmäßig platt gedrückt, sodass ein schöner der Teig die Schüssel schön ausfüllt. Wir haben jetzt den Teig reingepresst in die Form. Haben jetzt einen schönen Brownie-Teig. Wichtig ist eben auch, dass man schaut, dass die Ränder ungefähr überall gleich hoch sind. Und machen jetzt noch die Glasur. Dazu verwenden wir wieder Kakaopulver. Circa 30 Gramm sind das. Circa 30 Gramm gemahlenes Kakaopulver und wir geben dazu Agavendicksaft. Grundsätzlich,
je nachdem, wie süß man es mag, gibt man, sagen wir mal, zwischen 30, 40, 50 Milliliter Agavendicksaft dazu. Das muss jeder ein bisschen selber vielleicht auch abschmecken. Ich mache das Ganze einfach ein bisschen nach Gefühl und gebe mal nicht allzu viel Agavendicksaft dazu. Dann das Erdnussmus, circa 1,5 Esslöffel. Erdnussmus. Wer mag, kann auch 2 dazugeben, dass das Ganze schön cremig wird. Das sind jetzt circa 2 Gramm, 2 Esslöffel Erdnussmus. Und dann verrührt man das Ganze mal. Je nachdem, wie die Konsistenz ist, kann man dann eventuell noch ein bisschen Flüssigkeit von dem eingeweichten Dattelwasser hinzugeben. Und ein Schneebesen eignet sich auch sehr gut zum Verrühren. Aber es geht, wie ihr seht, auch mit einem Teelöffel. Man schmeckt das Ganze jetzt einfach ab, so wie man braucht. Wer es ein bisschen süßer mag, gibt ein bisschen mehr Agavendicksaft dazu. Wer es weniger süß mag, gibt stattdessen ein bisschen mehr Flüssigkeit dazu und verrührt das Ganze einfach, bis eine cremige Konsistenz entstanden ist. Und jetzt verteilen wir einfach die Creme gleichmäßig auf unserem Teig. So, ich habe jetzt die Glasur schön verstrichen. Es ist jetzt nicht ganz glatt, aber wenn ihr eine kleinere Form habt, dann könnt ihr das Ganze schön mit einer Frischhaltefolie zum Beispiel abziehen und so eine wirklich gerade Oberfläche schaffen. Das funktioniert jetzt bei dieser Form leider nicht, aber ich finde es auch ganz schön, wenn die Oberfläche ein bisschen rau ist. Wer mag, kann das ja theoretisch noch dekorieren mit ein paar Dingen, die er raufgibt auf die Glasur. Aber wichtig ist jetzt, bevor man das genießen kann, dass man es für 1 bis 2 Stunden in das Gefrierfach gibt oder alternativ für 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank, bis die Brownies so richtig fest sind. Und das machen wir jetzt und schauen dann, wie das Ergebnis aussieht. So, wir haben jetzt den Brownie für ca. 2 Stunden im Gefrierfach gehabt und wir sehen, es hat eigentlich eine gute, feste Konsistenz. Grundsätzlich, wenn man den jetzt lagert im Kühlschrank, dann bleibt er auch schön fest und wir schneiden das jetzt einfach in Brownie-gerechte Stücke. Es geht jetzt noch ein bisschen schwer zu schneiden, weil er ja im Gefrierschrank war. Aber wenn der jetzt ein bisschen 2-3 Minuten oder 5 Minuten aufdauert, dann hat man wirklich super Stücke. Ja, genau. Und das war's dann eigentlich. Schneiden ist der letzte Akt und dann braucht man eigentlich nur noch genießen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und viel Spaß beim Nachmachen. Mama, wir sehen uns. Ciao.